So unglaublich es auch scheint, wir können heute endlich das zweite Video zum Thema Autopflege machen. Das Wetter spielt mit, ich habe ein bisschen Zeit. Heute dreht sich alles ums Auto waschen. Los geht's! So, dann waschen wir heute mal das Auto. Im Grunde brauchen wir was für die Vorwäsche, was für die Hauptwäsche und etwas zum Trocknen. Es ist eigentlich nicht schwer. Ja, okay. Und Felgen. Das sind die vier Sachen. Ich bin jetzt mal hergegangen und habe mal alles, was wir brauchen, bestellt. Von Liquid Elements. Warum Liquid Elements? Ich habe ja das letzte Mal Chemical Guys benutzt. Ich wusste, dass da ein paar kritische Stimmen kommen. Aber ganz ehrlich, Chemical Guys hat ein paar grundsolide Produkte, die ich sehr gerne verwende. Bin mir durchaus darüber im Klaren, dass die vielleicht etwas teurer sind. Aber ich bin kein professioneller Autoaufbereiter. Ich will Spaß haben. Und ich finde dieses California Flair, das die Firma versprüht, super. Die Produkte sind gut. Ich mag den Duft. Die sind leicht anzuwenden. Die ich benutze, benutze ich gern und schon seit langer Zeit. Ich weiß, dass es unzählige Produkte gibt. Mir geht es nicht darum, ein Produkt vorzustellen, aber mir geht es darum, zu zeigen, was brauche ich denn generell an Sachen. Wo ich die dann herkaufe, bleibt jedem selber überlassen. Ich habe jetzt bei Liquid Elements alles mal bestellt zum Waschen. Und warum habe ich das gemacht? Na, zum einen, ich wollte hier mal wieder ein bisschen auffüllen, weil das ganz sexy aussieht in der Waschküche. Zum anderen ist es so, dass ich mir gedacht habe, es ist vielleicht mal interessant, mal zu schauen, was kostet so ein Starter-Set. Und da habe ich mich diesmal für Liquid Elements entschieden. Auch da gibt es einen Grund für. Liquid Elements ist eine deutsche Firma und die erinnern mich sehr stark an Audi. Muss ich erklären. Audi ist früher hergegangen, als alle Firmen irgendwie 1000 verschiedene Modelle hatten, haben sie gesagt, stopp, wir machen das jetzt ganz einfach für jeden zu verstehen. Wir haben ein A3, ein A4, ein A6 und ein A8 und irgendwann kommt noch ein SUV. Und das haben die gemacht und die haben das so vereinfacht und dann haben die richtig verkauft, weil es Sinn gemacht hat. Liquid Elements ist ähnlich. Shampoos, da gibt es ein Shampoo, das gibt es in verschiedenen Duftnoten. Punkt um. Chemical Guys zum Beispiel hat 20 verschiedene Shampoos mit 90 verschiedenen Duftnoten und 80 verschiedenen Anwendungen. Also darum geht es ja grundsätzlich nicht. Ich habe gedacht, bei Liquid Elements ist es leicht, weil einmal ist die Preis-Leistung super, es ist ein deutsches Unternehmen, denen ist die Umweltverträglichkeit der Produkte extrem wichtig. Also natürlich ist es so, dass so ein Felgenreiner nicht das Beste ist, was man machen kann für die Umwelt. Nichtsdestotrotz, es gibt schonende und es gibt welche, die überleben Styropor. Der Dustcracker von Liquid Elements, der ist bekannt, das ist ein ganz toller Felgenreiner. Ich habe jetzt hier den Extreme, weil der irgendwie günstig war, das war auch alles im Sale. Ich verlinke euch das alles unten, wo ihr das bekommt. Dann lasst uns mal gucken, was wir brauchen. Grundsätzlich brauchen wir was zur Vorwäsche. Und zur Vorwäsche geht man her und da benutzt man einen Snow Foam. Also sprich, du fährst dein Auto in die SB-Box und dann brauchst du was, mit dem du das Auto mit Schaum einmal einsprühst, sodass der grobe Dreck runtergeht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar, ich habe einmal den hier, das ist der Alta Foam. Den habe ich sehr gern benutzt, sehr lange. Jetzt, wo wir zwei Autos haben, bin ich auch hergegangen und habe mir ganz neu mal den Kavensmann hier zugelegt. Da passt ein bisschen mehr rein, der sprüht ein bisschen besser. Das ist total das coole Teil und ich freue mich echt, das gleich an der SB-Box zu benutzen. Was braucht man dafür? Dafür braucht man einen Snow Foam. Und da habe ich jetzt die Foam Party von Liquid Elements besorgt. Die riecht auch tierisch, gell? Also, ich kann es gar nicht erklären, das ist so ein Kirschduft, irgendwie so Kirsch Amaretto, also absolut geil. Jetzt ist es so, es gibt viel konzentriertere Shampoos als das von Liquid Element. Für die Hauptwäsche zum Beispiel habe ich hier auch das Bubblegum Shampoo besorgt. Das ist auch sehr geil, das riecht halt nach, ja, Bubblegum, nach Kaugummi. Und zwar, ich weiß nicht, ob sich manche von euch daran erinnern, als ich Kind war in den 80ern, da gab es einen Kaugummi, der war in der weißen Tube und der hatte auch so eine Farbe ungefähr. Also es war weiße Tube, der Kaugummi sah so aus und die Schrift auch. Und genauso, wenn ihr euch an den erinnert, genauso riecht er. Ein absolut cooles Produkt. pH-neutral, da machst du nichts kaputt. Der ist wirklich toll, den musst du aber ein bisschen höher dosieren. Also es gibt, wie gesagt, welche, da langen dir irgendwie 5 ml auf so einem Eimer Wasser. Das ist hier nicht der Fall. Für einen professionellen Autoaufbereiter ist es vielleicht schlecht. Für mich als Privatperson, der mal gerne ein anderes noch benutzt und vielleicht auch mal gerne einen anderen Duft haben möchte und nicht will, dass er es einmal benutzt und es dann hier versauert, finde ich es total cool. Für die Hauptwäsche, wie gesagt, das Shampoo,
Vorwäsche den Snowform und danach zum Trocknen haben wir dann die Mikrofasertücher. Und beim Trocknen ist es so, es hilft dir tatsächlich, wenn du beim Trocknen einen Quick Detailer verwendest. Kann man machen, muss man nicht. Die Trockentücher von Liquid Elements sind gigantisch, da gibt es auch andere gute, aber die sind wirklich toll. Und ich habe jetzt mal den Reizwäsche Quick Detailer besorgt, also der Duft heißt Reizwäsche. Soll wohl der geilste Detailer sein, den es gibt. Grundsätzlich ist der Detailer von Liquid Elements gut. Und ja, das ist so ein Duft. Wenn ich danach rieche, dann kommt meine Frau wieder und sagt, ich rieche nach einer fremden Frau. Aber es ist der Detailer. Also das hat was. Und den benutzen wir dann auch zum Trocknen. Wenn ich einen Detailer verwende zum Trocknen, dann benutze ich das Orange Baby Handtuch. Das ist ein Handtuch, das weiß ich, das benutze ich immer mit dem Detailer. Ich habe noch ein paar andere. Ich habe das Black Hole und das Black Hole Fusion. Wenn ich aber tatsächlich mit einem Detailer trockne, dann nehme ich das Orange Baby und ich weiß, dass das mit einem Detailer ist, so dass ich halt nur das eine da benutze, damit die anderen wirklich nur rein für Wasser sind und kein Produkt brauchen und weiterhin auch aufsaugen können. Die kosten nicht viel, es ist auch das Purple Monster, ist so ein kleines, das ist auch ein schönes Trockentuch, das sind die von Liquid Elements. Was braucht man noch an Tüchern? An Tüchern brauchst du noch irgendwas, um mal grobe Verschmutzungen wegzumachen, ein Tuch, wo es dir nicht leid tut, wenn du es nicht mal sauber kriegst. Und da habe ich so ein Value Pack gekauft. Auch sehr coole Nummer, ja, dann hast du ein paar Tücher, wo du weißt, da bricht dir nicht das Herz, wenn da jetzt irgendwie vom Radkasten Dreck dran ist, den du nicht mehr wegkriegst. Wenn es ums Waschen geht, gibt es zwei Methoden. Es gibt die Zwei-Eimer-Methode. Das bedeutet, du brauchst zwei Eimer, beide unten mit so einem Schmutzfänger drinnen, ein Grid, wie man so schön sagt. Und in einen kommt klares Wasser und in den anderen kommt deine Lauge, deine Seifenlauge, ja, dein Shampoo. Und du gehst mit dem über den Lack und gehst danach erst ins klare Wasser, machst den sauber, dass Dreck, den du aufgenommen hast, nicht mehr auf dem Schwamm ist, beziehungsweise dem Handschuh. Und dann gehst du erst wieder in die Seifenlauge rein, in dein Shampoo. Das ist ein Thema früher gewesen, weil dieser Eimer mit dem Grid, mit dem Schmutzfänger und dann noch mit dem ordentlichen Deckel, also teilweise hat der Deckel früher 20 Euro gekostet, der Grid nochmal 17, 18 Euro und der Eimer nochmal 20, 30 Euro und dann brauchtest du zwei davon. Und dann ist mir damals schon ziemlich früh eine Idee gekommen. Es geht ja grundsätzlich darum, dass der Schwamm oder Handschuh nicht mehr, wenn er auf dem Lack war und Dreck hat, in das Shampoo-Wasser geht. Und es war damals günstiger, mehrere Handschuhe zu kaufen. Also ich nehme einen Handschuh oder einen Schwamm, mache einen Teil damit und danach kommt der nicht mehr ins Shampoo-Wasser. Dann nehme ich den nächsten. Das ist eine Methode, die ich sehr gerne verwende und so mache ich es auch weiter. Ich muss aber dazu sagen, der Eimer, den ich hier jetzt gekauft habe bei Liquid Elements, der hat mit allem drum und dran irgendwie 20 Euro gekostet. Also inzwischen ist das nicht mehr der Fall. Du kriegst Eimer sehr günstig. Auf der anderen Seite ein Waschhandschuh. Ich habe jetzt irgendwie für die Schwämme irgendwie 6, 7 Euro bezahlt und für den Handschuh 8. Also im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus. Also gehe ich nach dem, was angenehm ist. Und wenn ich zur SB-Box fahre, ist es für mich leichter, nicht zwei volle Eimer mitzuschleppen, sondern nur einen Eimer mit dem Wasser und mit dem Shampoo sozusagen und einen Eimer mit meinen ganzen Utensilien, die ich brauche. Und wenn wir schon dabei sind, es gibt zwei Arten, Felgen zu reinigen. Möglichkeit Nummer 1, die amerikanische. Du brauchst noch einen dritten Eimer oder einen vierten dann in dem Falle, weil in einem sind ja deine Utensilien drin und da kommt ein spezielles Shampoo rein, das nur für die Felgen gedacht ist. Und dann reinigst du mit speziellem Handschuh und speziellen Tüchern schonend. Ihr merkt schon, ja, das ist ein bisschen eine aufwendigere Geschichte. Die deutsche Waschmethode für Felgen ist irgendwie cooler. Wir haben sehr starke Felgenreiniger. Wir sprühen die auf die Felgen drauf, lassen die einwirken, dampfen das ab und dann sind die Felgen sauber. Und wenn das nicht funktioniert, machen wir es nochmal. Die Amerikaner schlagen da die Hände über den Kopf zusammen, weil sie sagen, wie kannst du so Felgen sauber kriegen? Aber es funktioniert einwandfrei. Und denkt immer an der SB-Box, so kleiner Tipp. Fragt erstmal, ob das okay ist, ob ihr eure eigenen Sachen benutzt. Ja, lasst trotzdem bitte ein paar Euro da. Also nicht geizig sein mit dem Hochdruckreiniger, ruhig mal einen Euro mehr reinschmeißen. Die sollen ja auch was verdienen. Und ganz wichtig, frag zuerst. Und dann willst du natürlich nicht 8 Stunden da drin bleiben. Du willst gucken, dass das schnell geht. Und das ist so eine Methode, die ich jetzt mache, die ich mir über die Jahre jetzt so angeeignet habe. Ich habe auch mit dem Besitzer der SB-Box gesprochen. Das ist alles okay. Solange ich da auch Geld lasse, hat er nichts dagegen, wenn ich auch öfter komme. Ne? Also ist ja auch irgendwo logisch. So, und was habe ich jetzt gekauft? Alles. Ich habe zum einen den Glasreiniger gekauft.
Das ist der Glasreiniger, der CU von Liquid Elements. Den habe ich früher schon mal gehabt. Das ist ein toller Glasreiniger. Denkt bitte dran, wenn ihr innen im Auto die Scheiben reinigt, dann sprüht bitte aufs Tuch, damit das nicht nebelt und euch das Armaturenbrett voll nebelt und vielleicht sogar schadet. Wenn ihr es von draußen macht, dann logischerweise nebeln, überhaupt keine Frage. Tücher habe ich jetzt die Waffeltücher von Liquid Elements genommen, die Streakbuster. Die sind sehr, sehr gut. Natürlich gibt es auch andere und Carbon und so weiter. Ich benutze halt die, ich finde die ganz angenehm. Das war im Set, das war ganz günstig, hat gut gepasst. Dann natürlich den Felgenreiniger, den Dustcracker in der Extreme-Version. Auch ein sehr geiles Produkt, das ich unheimlich gern benutze. Die liefern euch natürlich nicht nur die Flaschen, die liefern immer Sprüher auch mit. Ihr seht, wenn ich die lager, mache ich die Sprüher weg, speziell auch bei sowas, damit es nicht da ständig im Felgenreiniger drin ist, der Sprüher. Ich nehme den raus, spüle ihn einmal durch und dann sind die da drüben in einem Eimer. Towel Reset, um die Tücher danach auch zu reinigen, ist klar. Ich habe die Foam Party. Foam Party ist der Schneeschaum, Snowfoam sozusagen, den wir brauchen für die Sprühkanone oder für den Schaumsprüher. Ich habe den Quick Detailer gekauft, der geilste Detailer steht drauf, der Reizwäsche-Detailer, der ist auch sehr cool. Und natürlich habe ich noch das Bubblegum-Shampoo. Und auch das ist eine sehr coole Nummer. Was habe ich an Mikrofasertüchern alles gekauft? Jetzt raschelt es gleich. Ich habe zwei solche Schwämme gekauft. Das ist im Endeffekt ein sehr dickes Mikrofasertuch um den Schwamm. Das ist schon mal eine sehr coole Nummer. Dann habe ich für Orte, die schwerer zugänglich sind, habe ich noch so einen Schwamm mit diesen Nudeln, wie Liquid Elements sagt, drauf gemacht. Das ist für unteren Bereich vom Auto und so weiter. Also da gibt es so eine Linie ungefähr bei der Tornado-Linie. Oben drüber mache ich alles mit den Schwämmen und unten drunter gehe ich dann hier mit dran. Das ist ganz praktisch. Und auch manche Ecken, wo du nicht so leicht reinkommst, da gehe ich mit dem Schwamm dran. Dann habe ich ein paar bilaterale Tücher gekauft. Die sind auf der einen Seite sehr flauschig, auf der anderen ein bisschen direkter. Die sind eigentlich für den Innenraum, manchmal benutze ich die aber auch außen. Das Value Package habe ich gekauft, so ein Tuch, wo dir nicht das Herz bricht, das haben wir ja schon gesagt, ne? Und ich habe auch noch ein paar Red Snapper gekauft, die sind die Tücher ein bisschen fürs Grobe. Normalerweise sind sie zum Politur abtragen, aber die kannst du im Außenbereich auch sehr gut benutzen noch. Und natürlich die Waffeltücher für die Scheiben, draußen sowie als auch drinnen. So, was habe ich jetzt für das Ganze bezahlt? Ihr müsst wissen, das war so ein End-of-Season-Sale, den ich da genutzt hatte. Diese Sachen hier kosten so zwischen 10 und 15 Euro die Flasche. Der Eimer hat irgendwie in dem Sale sogar nur 16, 17 Euro gekostet. Die Tücher waren immer in einem Paket. Ich habe so 90 Euro ein paar zerquetschte bezahlt. Ja, ich habe noch Trockentücher, die dazukommen würden. Also die kosten aber auch so 17, 20 Euro. Dann nimmst du ein, zwei Trockentücher und den Dustcracker, den habe ich noch gehabt. Also für so ein Starter-Set, sagen wir mal zwischen 120, 130 Euro um den Dreh rum. Und dann hast du wirklich ein gutes Starter-Paket, wo du alles drin hast, was du brauchst. Verhält sich bei Liquid Elements jetzt natürlich sehr günstig, auch wegen dem Sale und so weiter. Verhält sich aber bei den meisten anderen Firmen auch nicht so. Chemical Guys wäre jetzt ein bisschen teurer. Meguiar's würdest du wahrscheinlich auch ein bisschen mehr hinlegen, hättest aber mehr Ware dann, weil die kaufe ich dann immer gallonenweise. Aber da kommen wir noch dazu, wenn es ums Versiegeln geht. Und selbstverständlich werde ich auch mal gucken, was ich aus meiner alten GoPro noch rausholen kann. Wird vielleicht ganz lustig, mal gucken, ob wir da ein paar interessante Aufnahmen hinbekommen. Ich würde sagen, auf zur SB-Box, oder? Ich fange am liebsten mit dem dreckigsten Teil vom Auto an. Das sind bei mir normalerweise immer die Felgen. Macht auch Sinn, weil ich gehe da einmal ums Auto rum und wenn ich beim letzten Reifen angelangt bin, ist es schon wieder Zeit, mit dem Dampfstrahler den ersten Reifen sauber zu sprühen. Und wie eben auch schon erklärt, also die deutsche Art und Weise, eine Felge zu reinigen, ist halt nun mal effektiv. Da gibt es gar keine Frage. Du sprühst es ein, wir haben so gute Felgenreiniger, lässt es kurz einwirken und dann wird es abgedampft und dann sind die wirklich ordentlich sauber, so wie es sein soll. Und sollte das mal so verschmutzt sein, dass es nicht funktioniert, dann machst du es halt zweimal hintereinander und dann funktioniert es auch. Okay, und dann wären wir bei der Vorwäsche. Das Ding ist so genial.
Und die Düse vorne, das ist der absolute Hammer. Du kannst wirklich einstellen, wie dicht dein Schaum ist. Und das ist der absolute Hammer. Das war früher nie der Fall. Du musstest immer dosieren. Und wenn du falsch dosiert hast, musstest du irgendwie die Düsen auswechseln. Und hier, das ist einfach nur der Hammer. Du drehst an dem Rädchen da vorne und dann kannst du einstellen, ob das mehr in Richtung Rasierschaum gehen soll oder ob es wässrig sein soll. Absolut genial. Und so eine Vorwäsche, so eine schonende Vorwäsche ist echt das A und O. Dann pumpt man das Ding nochmal wieder auf, ist eigentlich keine Schwierigkeit. Und dann geht's direkt weiter. Ja, das ist schon absolut genial, wenn du das Auto komplett mit so einem dicken Schaum einhüllen kannst. Ich weiß, der ein oder andere wird jetzt sagen, hey, warum fährst du nicht einfach durch die Waschstraße? Kannst du machen, zerkratzt du dir das Auto. Vielleicht kann man sagen, das ist einem egal, aber sind wir doch mal ehrlich. Wenn du viel mit dem Kopf arbeitest, dann siehst du nicht das Ergebnis deiner Arbeit. Wie jemand, der zum Beispiel mit den Händen arbeitet. Und da ist es tatsächlich so, wenn du jetzt nicht unbedingt zwei linke Daumen hast und gerne mal ein Ergebnis deiner Arbeit sehen willst, dann ist das perfekt. Weil für mich ist es ein geniales Hobby. Es gibt so viele verschiedene Produkte, verschiedene Techniken, verschiedene neue Sachen, die du ausprobieren kannst. Da gibt es fast kein Ende. Für mich etwas, das einen richtig schönen Ausgleich bringt. Und jetzt wird er noch abgestrahlt und dann gehen wir mal zur Hauptwäsche über. Und wie man sehen kann, die Schwämme, die sind absolut schonend. Da fließt jetzt nicht unbedingt so viel Wasser drüber. Ich habe ja gute Vorreinigung gemacht. Ich benutze jetzt die eine Seite von dem Schwamm. Dreh den dann um, benutze die andere. Im Endeffekt, der ist so dick, der hat fast vier Seiten, könnte man sagen. Und wenn ich dann mit dem einen Schwamm fertig bin, dann kommt der auf die Seite und dann mache ich mit dem Schwamm nichts mehr am Lack. Dann kommt der nächste dran. Und zum Schluss gehe ich dann nochmal mit dem Handschuh drüber, so dass ich dann halt auch wirklich in die kleinen Ecken reinkomme und so, dass wirklich alles gründlich gereinigt ist. So, das sind die zwei Schwämme jetzt und jetzt kommt der Handschuh dran. Und der nimmt jetzt ein bisschen mehr Wasser auf. Na, ich weiß nicht, ob er mehr aufnimmt. Er gibt auf jeden Fall mehr Wasser ab. Kann man hier auch direkt sehen. Und der ist halt wirklich perfekt für so Stellen, wo du sehr schwer hinkommst. Deswegen benutze ich am Ende gerne noch den Handschuh. Ich habe auch ein paar andere Sachen noch, die ich benutze. Aber ich habe mich jetzt dieses Mal auf diese drei Sachen konzentriert. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, alles, was unterhalb ist, das mache ich dann mit dem Handschuh. Und jetzt wird er nochmal richtig abgestrahlt, sodass wirklich alles, was da drauf ist, runterkommt. Denk dran, lieber ein bisschen mehr, also lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und das hat jetzt gar nichts mit dem Auto zu tun, sondern mit den Leuten, die da arbeiten. Die müssen auch irgendwie Geld verdienen. Und ich finde es immer ganz unmöglich, wenn jemand da versucht, so günstig wie möglich sein Auto zu waschen. Irgendwo sitzen wir alle im gleichen Boot und müssen auch alle gucken, dass wir Brot auf den Tisch kriegen. Deswegen lieber einmal mehr. Da haben wir alle was von. So, und zum Trocknen bin ich jetzt natürlich rausgefahren. Ich will ja nicht die Box belegen. Und das sind die Orange Babies, von denen ich gesprochen habe. Die benutze ich halt nur mit dem Detailer. Und ich zeige euch jetzt auch direkt, warum ich die mit dem Detailer benutze. Beziehungsweise warum ich einen Detailer benutze. Schaut euch mal die Fläche da an. Ich sprühe jetzt mal auf diese Fläche drauf. Und ihr werdet direkt sehen, wie das Wasser aufplatzt. Und das nennt man hydrophob. Das bedeutet, wortwörtlich übersetzt, hat es Angst vor Wasser. Aber das heißt halt im Endeffekt, dass es so ist, dass du viel leichter trocknen kannst. Und ihr seht, wie man das macht. Das ist eine ganz einfache Sache. Diese Tücher, die sind dermaßen extrem saugstark. Und es perlt natürlich danach schön ab, wenn es regnet. Das macht wirklich was her. Man kann das auch ohne machen. Ich mache das ab und zu mal mit, ab und zu mal ohne. Heute habe ich mich dafür entschieden, das mitzumachen. So, und wäre ich jetzt nicht 2,35 Meter groß, dann würde ich das Dach vom SUV genau auf die Art und Weise machen.
Und zwar einfach das Handtuch einmal drauf und langsam drüber ziehen. Und es ist wirklich, es sieht sehr befriedigend aus, wenn das dann auf einmal da, wo das Handtuch nicht mehr ist, trocken ist. Und zwar richtig trocken. Nicht nur trocken, sondern auch halt mit dem Detailer schon behandelt. Deswegen mache ich das. Und wenn dann alles trocken ist, dann nehme ich mir noch so ein Purple Monster und fahre nochmal drüber und gucke mal, ob irgendwo Schlieren sind. Aber ich muss ehrlich sagen, bei dem Detailer, das hat wirklich super geklappt. Also da waren nirgendwo Schlieren, da musste ich auch gar nicht lang rummachen. Also das sieht einfach nur gigantisch aus. Türinnenseiten und Einstiege nicht vergessen, da sammelt sich natürlich immer viel Wasser und über die Jahre dann auch viel Dreck. Und wenn man da ab und zu nach dem Waschen mal drüber geht, dann hat man schon den Vorteil, weil das sieht dann wirklich besser aus. Und man weiß ja, was ich immer sage, wenn du dich ordentlich um deinen Scheiß kümmerst, dann hält es auch länger. Und zum Schluss noch die Fensterscheiben und im Innenraum aufs Tuch sprühen, dann das Fenster damit sauber machen. Nicht vergessen, ein bisschen das Fenster runter zu machen, sodass man auch an den kleinen Teil oben kommt. Und dann noch die Außenseite. Und jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. So, ich sehe jetzt zwar aus wie Sau, aber das Auto ist gewaschen. Und Liquid Elements hat da wirklich einen tollen Job gemacht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Wie du siehst, es gibt wirklich viel zu entdecken und ich würde mich tierisch freuen, dich mit an Bord zu haben. Für die, die schon dabei sind, wir haben jetzt schon ein zweites Video zum Thema Autopflege. Das nächste Mal machen wir vielleicht Versiegelung, da gibt es was ganz Tolles von Meguiar's. Aber wisst ihr, was am wichtigsten ist? Lasst euch bitte nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Ich muss duschen. Die werden denken, ich habe einen Schuss.